in der Vergangenheit sind und die da hinter uns jetzt dann irgendwann anfangen, das Tanzbein zu schwingen, dass die ungestört sich ausgerechnet in der Hofburg breit machen können. Das sind Menschen, die in der Vergangenheit leben und die auch versuchen, uns wieder zurück in eine Zeit zu bringen, in der Menschenrechte nichts wert waren und in der auch Menschenleben nichts wert waren. Wir, die wir hier sind, sind die, die eigentlich dafür sorgen müssen, dass wir eine Zukunft haben. Damit will ich schon bewenden lassen und bitte den ersten Redner auf die Bühne, nämlich Erich Fenninger von der Volkshilfe. Wir leben in einer gefährlichen Zeit, wir leben in einer wirklich gefährlichen Zeit, weil Europa und Österreich so gespalten ist, wie es sich abgebildet hat vor dem Ausbruch des Ersten und Zweiten Weltkriegs. In Arm und Reich, über 60 Millionen Menschen sind armutsbetroffen in Europa, über 22 Millionen finden keine Arbeit. In Österreich sind 450.000 Menschen arbeitslos und 1 Million Menschen armutsbetroffen. Und die europäische Politik hat auf die Antwort und auf die Lehre vom Faschismus gesagt, Teilhabe, Teilhabe für alle, Vermeidung von Arbeitslosigkeit und Armut. Und der Aufbau des sozialen Wohlfahrtsstaates sollte nichts anderes bedeuten als nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus. Und dieser soziale Wohlfahrtsstaat wird jetzt massiv zertrümmert von der Ökonomie, von einem ungezähmten Kapitalismus, der mittlerweile nicht von den Politikerinnen gesteuert und geregelt wird, sondern der die Politiker und Politikerinnen als Marionetten benutzt, um ihre Interessen durchzusetzen. Das heißt, wir sind in einer gefährlichen Welt, auch in Europa, weil es eine extreme Spaltung in Arm und Reich gibt. Und jetzt komme ich zu der Situation, woher Menschen kommen, die vor Krieg und Terror fliehen. Und die Ursachen von Krieg und Terror sind letztlich auch ein Raubtierkapitalismus, der Hunger, Armut macht, den Lebensraum vernichtet und aufgrund dessen auch Fanatismus, Terror und Krieg entsteht. Und jetzt trifft in dieser gefährlichen Zeit plötzlich eine Flüchtlingsbewegung nach Europa, die auf ein Europa von auch Armut und Armutsbedrohten trifft. Und in dieser gefährlichen Zeit glauben die Rechtspopulisten, die hinter uns heute tanzen werden, dass ihre Zeit wiedergekommen ist, dass sie Flüchtlinge, ähnlich wie in den 30er Jahren, den Juden zum Feindbild konstruieren. Es sind beinahe dieselben Worte. Man muss Angst haben vor ihnen. Sie wären schädlich für unsere Gesellschaft. Sie nehmen uns etwas weg. Sie stellen eine Bedrohung dar. Und dieses Konstrukt beginnt zu greifen, weil auf der anderen Seite dieses Platzes eine Bundesregierung aus einer ÖVP und einer bürgerlichen Partei besteht, die 3 Monate Verzögerung, nachdem die FPÖ etwas vorschlägt, dasselbe, was vorgeschlagen wird, auch wirklich zu ihrer Positionierung macht. Es sind die Zäune, es ist das Angstbild, das produziert wird, und jetzt sind sie auch stolz, das schärfste Asylgerecht in Europa beschlossen zu haben. Und sie sagen auch Mick Leitner, wir machen Österreich unattraktiv, zum unattraktivsten Land. Es ist ja wirklich ein Treppenwitz, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Österreich soll unattraktiv gemacht werden. Das ist eine politische Ansage, die wirklich jeglichen Verstand widerspricht. Und die Sozialdemokratie, die den Bundeskanzler stellt, fällt um. Lasst das zu, lasst es mitgeschehen, und das ist dramatisch. Und diese Politiker in der Gegenwart in Europa und in Österreich sind nur mehr von einem Realitätssinn geprägt, weil sie nicht mehr eine Möglichkeit Sinn haben, nämlich dass die Zukunft in der Gegenwart angelegt ist. Und die Zukunft kann auch in eine positive Richtung gehen
oder in eine verheerende. Und wir werden uns wehren gegen eine Urbanisierung Europas und Österreichs. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir erstens als Zivilgesellschaft aufstehen, so wie wir das im letzten halben Jahr gemacht haben, dass wir eine Bewegung initiieren und weiter stärken der Empathie, die menschenrechtsorientiert ist und die sich gegen Feindbinder wehrt, die zum Zweiten ein soziales Österreich fordert. Es ist unerträglich, dass die Mindestsicherung angegriffen wird. Es ist unerträglich, dass Flüchtlinge sozusagen zum Feindbild werden, weil die Mindestsicherung für andere jetzt minimiert werden muss. Das ist ein perfides Spiel und wir brauchen eine Bewegung, die heißt Soziales Österreich. Eine Bewegung, die sich für Flüchtlinge engagiert, aber auch eine Bewegung für Verteilungsgerechtigkeit. Und in dem Sinn, auch wenn wir in einer gefährlichen Zeit leben, die Zukunft ist in der Gegenwart angelegt. Und es ist jetzt die Frage offen, gewinnt die Zukunft die, die hinter uns tanzen wollen, die Rechtsextreme in Verbindung mit einer bürgerlich-reaktionären Realpolitik, oder sind wir stark genug, in Österreich und in Europa eine positive soziale Welt aufzubauen? Und wir wissen, eine soziale gerechte Welt ist möglich, wir brauchen aber uns selbst, um Druck auszuüben. Und ich hoffe, dass wir das auch in den nächsten Monaten zusammenbringen. Alles Liebe, danke. Danke.